Eine ganze Menge GFK, was einem hier entgegenschiebt. Und nee, grazil ist was anderes. Aber auch wenn Bavarias neuer V-Bug von außen wuchtig daherkommt, sorgt er im Innern für eine erstaunliche Menge mehr Platz. Und davon hat die neue Bavaria C46 eine ganze Menge. Konstrukteur Maurizio Cossutti hat dem jüngsten Boot aus Giebelstadt damit zu der Variante mit doppelten großen Kabinen im Vorschiff verholfen. Das sehen wir uns im Detail gleich noch an. Aber bleiben wir erstmal beim äußeren Erscheinungsbild der C45-Nachfolgerin. Kraftvoll sieht sie aus mit ihren Chines und Kanten. Das schwarze Fensterband soll das ganze Boot optisch strecken, auch wenn die 14-Meter-Yacht mit einer maximalen Breite von 4,70 Meter am oberen Ende des Klassendurchschnitts angesiedelt ist. Die Breite zieht sich übrigens bis fast ganz nach Achtern durch. Platz für Chartergäste schaffen, das ist der Plan. Es überrascht dann doch, wenn man sich überlegt, dass es die altbewährte Cruiser 46 ja auch noch gibt. Die wurde mittlerweile über 1000 Mal gebaut. Aber die ist im Firmensprech anders positioniert. Na gut, zurück zur 12,7 Tonnen wiegenden Neuheit. Die ist immerhin schon 100 Mal vorbestellt, ohne dass sie jemals im Wasser war. Eine Menge Vorschusslorbeeren, auch für den neuen Mann an der Spitze, CEO Mark Diening, der mit der 46er sein erstes unter seiner Ägide entstandenes Projekt lossegeln lässt. Beim Test auf der Ostsee gibt es gleich zwei Ausrüstungsteile, die dem Segelspaß einen kleinen Dämpfer verpassen. Der dreiflügelige Festpropeller und das Bugstrahlruder im Tunnel kosten sicher ein paar Zehntel Speed. Aber sei es drum, bei knappen 10 Knoten Wind schafft die Bavaria gut 6 Knoten auf Amwindkurs. Sobald die Bewegung der Luft zunimmt, meldet sich auch der Ruderdruck, der jetzt bei 3 bis 4 Beaufort eine gute Rückmeldung vom einzelnen tiefgehenden Ruderblatt liefert. Denn trotz der enormen Breite verzichtet man bei Bavaria auf die mittlerweile oft verbauten Doppelruder. Beim Test wird klar, die C46 braucht sie auch nicht. Das Ruder arbeitet tadellos. Als Standard gibt es übrigens eine Selbstwende-Fock, optional die Genua mit den entsprechenden Schienen- und Bolzenarretierung auf dem Aufbau. Das Testboot ist mit dem ebenfalls optionalen Rollgroß ausgestattet. Die Tücher von Elfström sind eine Nummer besser als die Standardware. Bei 12 Knoten Wind stimmt dann auch der Speed und noch eines zeigt sich, die C46 segelt steif. In den kleinen Drückern legt sie sich auf die tiefe Kimmkante und bleibt lange Zeit ganz gelassen dort. Der Kiel mit seiner 2,6 Tonnen schweren Bombe geht 2,30 Meter tief, als Option gibt es auch einen mit nur 1,75 Meter Tiefgang. Lässt man den Gennaker steigen, steigen natürlich sowohl die Zahlen auf der Logge als auch der Spaßfaktor. Bei den heutigen Bedingungen sind die 8,5 Knoten schnell und ohne Kampf abrufbar. Läuft. Das Deckslayout ist im Standard zwar ziemlich dürftig, nämlich nur mit zwei achteren Winschen vor den Rudern ausgestattet, doch wer etwas mehr Geld in die Hand nimmt, kann seine C46 ziemlich gut auf seine Bedürfnisse anpassen. Zwei 50er Luma, die auch elektrisiert werden können, und ein weiteres Paar auf dem Sylt für die Vorsegelschoten können geordert werden. So kann man selbst entscheiden, ob die Crew beim Spaß mitmachen soll oder alles Einhandachtern vom Steuermann übernommen wird. Auch bei der Großschot habt ihr die Wahl, entweder doppelte 2:1 Taillen, die dann beidseitig über die achteren Winschen gefahren werden, oder das bekannte German Kappa System mit einer durchgehenden Schot. Zum Steuern sitzt man bequem und mit viel Platz, Fußstützen helfen bei Lage.
nur um ganz entspannt in den Seilen der Reling zu hängen. Dafür stehen die Räder doch zu weit innen. Schade. Wer nicht aktiv mitsegeln will, kann auf den 2 Meter langen Duchten rumlümmeln und vor Anker punktet die Bavaria dann mit Grill und Kühlschrank in der Bank Achtern. Auch gut, die kleinen Wachskisten sind nicht der einzige Stauraum. Unter dem Boden wartet eine weitere große Staumöglichkeit. Einzig eine Dingy-Garage gibt es nicht. Als Extra kann man die doppelten Tische bestellen mit der praktischen Möglichkeit, den Mitteldurchgang freizulassen, wenn man sie herunterklappt. Im Standard gibt es einen großen Cockpit-Tisch. Die breite Badeplattform klappt elektrisch hoch und runter. Der kleine Stauraum dahinter ist ein weiteres Extra. Schöne Lösung, die Segellast hinter dem Ankerkasten auf dem Vorschiff. Hier können Code, Gennaker und Co. ihren Platz finden und auch gleich von hier gesetzt werden. Wer Bavaria kennt, weiß, dass es nicht nur ums Segeln, sondern mindestens genauso ums Wohnen geht. Als Varianten gibt es 3, 4 oder sogar 5 Kabinen. 4 Nasszellen mitsamt Dusche sind machbar. Auf der unteren Version seht ihr die 5 Kabinen mit geteiltem Vorschiff und Doppelstockbett an Steuerbord. In diesem Raum sind wahlweise aber auch eine Art Wirtschaftskammer oder ein großes Bad mit abgetrennter Dusche machbar. Der Salon ist hell, freundlich und funktional. Von der erhöhten Navi hat man einen guten Überblick und kann vernünftig arbeiten. Davor schließt sich die U-Pantry an. Die ist in so einer Anordnung und mit entsprechendem Gurt seetauglich. Gegenüber dann die große Sitzgruppe, ebenfalls als U ausgelegt. Zusammen mit der verschiebbaren Sitzbank haben hier 8 Erwachsene Platz. Zu 10 dürfte es dann irgendwann kuschelig werden. Wählt man die doppelten Kammern vorn, bekommt man zwar noch 1,40 Meter breite Kojen, doch so richtig viel Raum hat man hier nicht. Deutlich großzügiger dagegen die beiden Achterkammern mit 1,60 Meter breiten und 2 Meter langen Kojen. Außerdem gut, 3 Fenster lassen sich zur Querlüftung öffnen. In Sachen Technikinstallation ist auf Bavaria Verlass. Leitungen und Kabel sind vorbildlich beschriftet und sauber verbaut und dann auch noch in Röhren verlegt, die sich durch die gesamte Bodengruppe ziehen. Bei einem Defekt sollte man hier schnell zur Schadstelle vordringen. Das meiste ist gut erreichbar. Als Antrieb tut ein 57 PS Diesel seinen Dienst. Wer mit den 180 Amperestunden der Batterien nicht auskommt, ordert den Generator, der dann Huckepack auf stabilen Edelstahlstützen obendrauf sitzt. Ihr merkt schon, die Liste der Extras kann lang werden und teuer. Im Grundpreis gibt es die Bavaria C46 für gut 366.000 Euro. Doch, und jetzt holt tief Luft, unser Testschiff mit seinen zahlreichen Optionen kostet schlappe 662.000 Euro oder mal eben 80% mehr. Dass Bavaria mit dieser Politik nicht allein ist, könnt ihr bei der Großserienkonkurrenz sehen. Im Grundpreis rangiert die neue aus Franken immerhin noch am unteren Rand der 14-Meter-Klasse und überzeugt mit guten Segeleigenschaften und einem Layout an- sowie Ausbau Unterdeck, der sehr variabel ist. Zum Test findet ihr übrigens, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt.